Ich zeige euch jetzt eigentlich noch schnell, was in-game alles verwendet werden muss oder kann und worauf ihr achten solltet. Dazu erstelle ich eine Lobby und starte mal das Spiel. So, als erstes haben wir hier das Pick-Menü. Ihr könnt hier per Suche, Slardar, und ihr seht, es werden nach und nach alle ausgegraut. Was ihr hier habt, die Biografie zu dem und dann die Fähigkeiten. Ihr habt hier zusätzlich noch die Rolle, zum Beispiel hier Carry. Was haben wir noch? Support, Ganker, Support. Dann haben wir Initiator und jo. Dazu soll gesagt sein, diese Rolle, die ist für Anfänger gut zur Orientierung, aber ich kann einen Laien als Ganker spielen. Ich kann damit aber auch supporten. Genauso gut kann ich mit dem hier Semi-Carry spielen. Es ist halt mehr möglich als nur das, was da steht. Wie ihr es sehen könnt, die Zeit ist abgelaufen. Es pickt mir nicht random einen Hero. Ich muss also immer noch einen auswählen, auch wenn die Zeit abgelaufen ist. Also keine Panik, wie in Hohn, dass dann einfach einen Random ausgewählt wird. So, und dann haben wir hier auch schon unsere Item-Slots. Das Porträt mit der Level-Anzeige und drüber die Level-Up, den Level-Up-Button. Hier sehen wir jetzt, hier unten, das ist die Glyphe der Verstärkung. Da könnt ihr hier ja das unsterblich machen für eine gewisse Zeit. Das Kurier könnt ihr hier auswählen, wenn ihr eins dann habt. Und das hier wäre der Shop-Knopf. Also ich mache eigentlich alles immer über den Shop-Knopf. Und ich habe jetzt hier, wie ihr sehen könnt, ist das nicht Standard. Standard würde es so aussehen. Ich mache jetzt einfach bei jedem Hero einen eigenen Speicherslot. Ich zeige euch gleich, wie man einen anlegt. Also als erstes, ihr könnt die Items hier per Edit-Knopf editieren. Ihr könnt das rumziehen. Ihr könnt die Beginner-Items festlegen. Ihr könnt Items hier reinziehen und anordnen, wie ihr das halt wollt. Was halt wichtig ist, wenn ihr das nachher so behalten wollt und im nächsten Match wieder einsetzen wollt, dann müsst ihr das speichern. Speichern funktioniert so, indem ihr im Edit-Mode seid, dann hier auf OK drückt, dann hier irgendwas eingebt, ASDF oder so, und dann auf OK drückt, dann ist es gespeichert. Und As you gespeicherte say. Settings könnt ihr dann hier mit dem Knopf laden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel für Venomancer noch gar keins festgelegt. Merke ich gerade, ja. Quick as Dann nehme ich das Venom. B1. Egal, das ist so ein Übergangsding. Rechtsklick und schon habe ich das ganze Zeug gekauft. Das nächste Item kann ich jetzt schon mal in die Drag Items hier, in die Quick Buy Bar hineinziehen. Und wenn es zum Beispiel jetzt hier das Shadow Blade ist, also normalerweise fängt man oben an und arbeitet man sich nach unten durch. Wobei auch gesagt ist, dass hier nicht alles gekauft werden muss. Das ist dann halt je nachdem. Und ich mache jetzt bei meinen Sachen immer mehrere Möglichkeiten rein, damit ich sehe auf der Line, was habe ich da für Gegner und was kaufe ich da als Anfangsphase zum Beispiel, was ist gut gegen gewisse Gegner. Wenn ich zum Beispiel einen Gegner habe, der niemals Spells machen wird, kaufe ich den Magic Stick auch gar nicht, weil der das sonst nicht bringt. Der lädt sich nur auf, wenn die Gegner Spells brauchen. Und jo. Ich mache jetzt erstmal hier Shadow Blade rein und ihr werdet gleich sehen, Shadow Blade, zack, rein und ich sehe alles, was ich für Shadow Blade brauche,
hier unten aufgelistet. Wenn ich jetzt zum Beispiel Revband nochmal kaufen will, dann sehe ich hier, sind die drei Items, die ich benutze, die ich brauche. Und mit Rechtsklick kann ich das Ganze dann kaufen. Und so kann man halt mitten im Gefecht noch schnell, wenn man sieht, oh, ich sterbe gleich, oder jetzt reicht's mir gerade und ich riskiere jetzt noch was, schnell Rechtsklick drauf machen und ihr habt das Ganze gekauft. Was weiter noch wichtig ist, ist hier unten die ja, Minimap. Ihr könnt per Alt-Linksklick könnt ihr hier anzeigen, also ping. Ihr könnt das direkt hier auf der normalen Map machen oder dann auf der Minimap. Per links, per Control könnt ihr auf die Map zeichnen. Daher, ich bitte euch, dass ihr das nicht missbraucht. Es ist zwar schön, da drauf zu zeichnen, aber wenn es mitten in einem Fight ist, ist es nicht schön, wenn man hier so alles verkribbelt und man nicht mehr sieht, wie viele Gegner da sind, weil die Minimap doch sehr wichtig ist. Dazu ist eigentlich schon alles gesagt. Ja, die Level-Ups und das ganze Zeugs ist halt... ja. Was noch wichtig ist, spielt nicht 2 Dota und sagt, es ist scheiße. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn man von Hohen herkommt. Dann merkt man halt, dass die Spells etwas länger dauern, bis sie aktiviert werden und so. Aber das ist alles einfach eine Gewöhnungssache. Und ihr müsst es einfach mal akzeptieren, dass es etwas anderes ist als Hohen, vor allem wenn man lange Zeit Heroes of New Earth gespielt hat. Aber sobald man ein paar Spiele gemacht hat, so 6 bis 10, hat man das Ganze drin. Das Last Hit funktioniert auch wieder gut. Und... ja. Was vielleicht noch zu sagen ist, den Esel, den kann man hier mit dem anklicken. Wenn man dann ein Item kommen lässt, dann kommt der, bringt das Item und läuft automatisch wieder zurück. Nicht so wie im Hohen, wo man das noch festlegen muss. Und sonst hätten wir jetzt eigentlich alles eingestellt, um richtig Dota zu spielen. Ich wünsche euch viel Glück beim Spielen und viel Spaß.